Liebe Schwestern und Brüder, mit den Worten des Priesters Peter Gerloff haben wir am Beginn gesungen: Herr, nimm auch uns zum Tabor mit. Also lass auch uns Zeitgenossen der Verklärung sein. Nun kann man das als Lied schnell singen, aber ist das möglich? Ist das möglich, dass Christus uns zum Tabor mitnimmt und Zeugen seiner Verklärung sein lässt? Die Ostkirche hat, wie so oft, eine große Sensibilität dafür bewahrt, deshalb ist dieser Tag so wichtig in ihrer Feier. Die Metamorphose, die Verklärung Christi. Weil sie einen Sinn dafür bewahrt hat, der bei uns ein wenig, oder nicht nur ein wenig, in Gefahr steht, verloren zu gehen. Dass wenn wir haben es heute Nacht gebetet, am Altar stehen, in der Wirklichkeit Gottes stehen. Wenn wir die Eucharistie feiern, sind wir Zeitgenossen der Verklärung. Werden wir in die Wolke hineingezogen, bescheint uns jenes Licht vom Berg Tabor. Wir müssen einen Weg dahin gehen, der so mühsam ist wie das Wachen in der letzten Nacht. Einige haben diesen Anweg hier auf sich genommen. Und es ist dann auch kein Wunder, wenn man dann, wie die Jünger auch, schläft. Es steht schon im Evangelium. Aber jedes Licht ist da. Wir erfahren es in jedem, dass die Propheten und das Gesetz Gottes zu uns spricht in den Worten der Schrift. Dass der Vater selber uns den Sohn hinhält und sagt, auf ihn sollt ihr hören. Das allein soll das Wort sein, das ausgerichtet wird. Für die Jünger ist es so etwas wie ein Angeld auf Ostern. Sie dürfen erfahren, wer Jesus wirklich ist. Auch wenn er direkt im Anschluss daran vom Kreuz spricht, was sie zuerst nicht wahrhaben wollen, wahrhaben können. Für uns steht die Gefahr, dass wir Ostern zu einem, wenn überhaupt, zu einem Ereignis machen, das vielleicht stattgefunden hat. Das ist weit gefehlt, liebe Schwestern und Brüder. Ostern ändert alles. Dieses Licht vom Tabor ändert alles. Das ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern eine neue Zeitrechnung ist angebrochen. Eine Zeit, die aus einer Rechnung herausfällt. Ein neues Zeitalter. Und immer wenn wir am Altar stehen, nehmen wir teil an diesem neuen Zeitalter, erfahren wir, wer wir sind, Gerettete, Verklärte, schon durch die Taufe, durch die Teilnahme an der Eucharistie. Und auch das andere bleibt, dass wir noch nicht Hütten bauen können. Messe ist nicht immer. Auch die längste Messe geht irgendwann zu Ende. Wir müssen wieder hinab. In die andere Zeit rechnen, in die andere Zeit. Aber wenn wir verstünden, was diese Zeit hier bedeutet, wenn wir zum Altar gehen, wenn wir die Frucht des Altars genießen dürfen, dann würden wir anders in den Tag, würden wir anders in diese Welt gehen. Hier kommt es nur darauf an, dass Gott selber zu uns spricht, dass sein Osterlicht scheint. Nach langen Nächten und in manch grauen Alltag. Hier wird uns Christus gezeigt, wie er wirklich ist. Das strahlende, unbesiegbare Licht eines aufgehenden Morgens.